Ja, hallo vom Zentrum für Yoga mit einem Video über das Leben und die Sorgen von morgen für Leute von heute. Die Sorgen sind immer morgen, niemals gestern, denn diese Sorgen sind schon vorüber. Niemals im Hier und Jetzt, sondern immer nur morgen im späteren Verlauf des Lebens. Ob es eine Sekunde ist, ob es 10 Jahre sind. Man macht sich Sorgen, und zwar die Leute von heute. Und so sieht man, das passt ja gar nicht zusammen. Sorgen von morgen, schon heute, verarbeiten. Kann man machen, aber es bringt nicht wirklich was. Wenn man Sorgen hat, sich Sorgen macht, dann ist das natürlich menschlich in gewissen Beziehungen. Doch sich zu viel Sorgen über das Leben machen, blockiert nur das Leben. Und die meisten Menschen leben eben in der Zukunft. Ganz wenige in der Vergangenheit, aber die meisten werden in der Zukunft leben, machen sich Sorgen über die Zukunft und vergessen das hier und jetzt. Ich sitze hier auf meinem Stuhl, schwätze hier rum und mache mir dann schon für morgen Sorgen, als ob man ja auch nichts anderes zu tun hat. Warum nicht mal die Sorgen Sorgen sein lassen, mal abschalten, das Hirn runterfahren, sich nicht ablenken mit dem Handy, mit dem Laptop, mit dem Computer, sondern einfach mal da sein, in Ruhe spazieren gehen, in Ruhe dies machen, in Ruhe nichts tun. Sorgen von morgen für Leute von heute. Sind natürlich für manche Geschäftsmenschen gute Beute, die Leute von heute. Warum? Weil sie sich Sorgen machen und die Sorgen müssen abgefangen werden. Man muss versichert sein, wenn man krank ist. Man muss dies haben, man muss jenes haben, man muss Rente haben. Weil man macht sich Sorgen, was ist in 500 Jahren, wenn ich in Rente gehe. Sorgen von morgen. Fette Beute für Leute von heute. Ja, viele Menschen machen mit den Sorgen, mit der Angst ein Geschäft. Ja, mache ich auch. Ich empfehle immer das Yoga-Magazin Padmasana, Yoga, Leben und Gesundheit mit immer 60 Seiten, mittlerweile 12 Ausgaben. Darüber sollte man sich Sorgen machen, wenn man diese nicht hat in seinem Bücherregal. Ja, Sorgen sind immer morgen. Ich mache mir jetzt Sorgen für etwas, was noch gar nicht da ist und viele Dinge kommen ja gar nicht. Warum aufhören, sich Sorgen zu machen? Nun, weil es besser ist. Man sollte sich eher Gedanken machen, was kann ich tun, um meinen aktuellen Zustand im Hier und Jetzt zu verbessern. Ich könnte Gymnastik machen. Man könnte nichts tun, man könnte sich ausruhen, man könnte die Ernährung umstellen. Das dauert nicht 40 Jahre, sondern es geht zack, zack. Jetzt verändere ich etwas. Vielleicht nicht alles, aber ich esse vielleicht zum Beispiel dies und das nicht mehr ab jetzt. Zack. Und so braucht man sich weniger Sorgen machen um seine Gesundheit, weil die Ernährung schon mal besser ist. Das Ganze nennt man Prävention. Prävention gegen die Sorgen von morgen für die Leute von heute. Nun, auch für den Rücken gibt es etwas zum Lesen. Viele Menschen machen sich Sorgen. Was ist mit meinem Rücken? Nein, es war ein Scherz. Die meisten Menschen machen sich gar keine Sorgen über die Gesundheit von morgen, sondern leben lieber heute, rauchen heute, saufen heute, stressen sich heute und über die Gesundheit von morgen macht man sich wenig Sorgen. Ja, deswegen kann ich immer nur empfehlen, Yoga, Leben und Gesundheit, den Kanal anzuschauen natürlich und was für die Gesundheit tun. Nicht sich immer so viel Gedanken machen, sondern jetzt einmal etwas tun, damit es in 5 Jahren besser ist mit meinem Rücken und im Hier und Jetzt sein und mal das Hier und Jetzt wahrnehmen. Was ist überhaupt jetzt?
Die meisten Menschen wissen gar nicht, was jetzt gerade ist. Was ist jetzt gerade los in einem? Was schwirrt alles rum? Wie geht's einem überhaupt? Kriegt man oft nicht mehr mit, weil die Sorgen von morgen sind heute im Kopf. Und dann ist man nicht im Hier und Jetzt und kann sich auch gar nicht spüren. Manche Leute von heute wollen sich nicht spüren, können sich nicht spüren, haben Angst, sich zu spüren. Und darum macht man sich vielleicht deswegen lieber Sorgen auf morgen. Nun, wer eine Lösung braucht, kann gerne zu mir in die Praxis kommen in Nürnberg. Wer nicht, könnt ihr auch anrufen, kann man auch telefonisch einen Termin machen. Ansonsten schaut euch auf meinem YouTube-Kanal um. Und das Wichtigste finde ich immer und empfehle ich immer, immer, tut was für euch, beschäftigt euch mit euch selbst. Das ist das Einzige, was man wirklich tiefgründig tun kann. Und so sage ich danke fürs Zuhören, Zuschauen, allen noch einen wunderbaren Sonntag und bis bald. Ciao, ciao.